Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und ich bin wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar probieren wir heute mal eine Vision von Stormwind mit einer Maske zu clearen. Und ja, ich weiß noch nicht, ob es klappt. Ich hoffe es mal. Ich zeige euch mal, was ich für Grundvoraussetzungen habe. Und zwar haben wir einmal angelegt 465er Gear, haben dieses Laser-Trinket, das Rechengerät im Taschenformat, einmal aus Mechagon und hier ist es, glaube ich, aus Mechagon ein Trinket, wo man, ja, so ein kleiner E-Schaden alle 2 Minuten aktivieren kann. Und dann habe ich zwei Items, die corrupted sind, und zwar einmal hier haben wir Echoing Void heißt das, glaube ich, einmal, und auf der Waffe haben wir das auch nochmal. Sonst gibt es eigentlich nichts Interessantes zu sagen. Ich kann euch jetzt hier einmal die Konsole noch zeigen, bevor wir rein starten. Und zwar habe ich mir jetzt gerade vorhin das letzte Skill-Ding besorgt, und zwar Gabe der Titan ist relativ stark. Werde ich gleich noch was zu sagen, und ich würde sagen, wir starten jetzt aber hier einmal durch, dass der Prolog nicht allzu lange wird. Ich werfe mir jetzt noch eine Flask ein. Und ich habe vorhin 2, 3 SW-Visions mal ohne Maske durchgelaufen, lief wunderbar. Seit ich jetzt diesen letzten Skillpunkt hier vergeben habe, lief es deutlich besser. Also das ist schon richtig, richtig stark. Falls ihr das noch nicht habt und denkt, ich schaffe jetzt noch nicht so weit das Ganze, damit geht es auf jeden Fall um einiges einfacher. Wir werden jetzt mal gucken, welche Maske ich aktiviere. Ich habe nämlich zwei insgesamt. Die habe ich nicht. Die zwei. Ach ja, okay. Man sieht, die Masken, die man hat, die sind anscheinend hier aktiviert. Die anderen sind noch nicht aktiviert. Gut, sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Und zwar, schauen wir mal, ich habe jetzt hier die Maske der langen Nacht, so ein bisschen an Game of Thrones angelehnt. Und zwar, der Schaden wird um 25% erhöht und die Gesundheit von den Gegnern. Und dann haben die, hat man an der maximalen geistigen Gesundheit nur noch, ja. Die Hälfte, das machen wir mal nicht. Ich finde, die ist ein bisschen krasser, ehrlich gesagt, als die andere. Und zwar die andere Maske macht das gleiche, also man 25% mehr Schaden von, bei den Gegnern und die haben auch mehr Life. Zusätzlich kriegt man hier noch so einen Debuff, dass so Void-Zonen unterm, quasi da, wo man gelaufen ist, entstehen. Oder was steht genau dran? Er schafft bei bewegten Zonen der Leere hinter euch die geistige Gesundheit entziehen. Okay, also die entziehen auch geistige Gesundheit. Das Problem ist, die Maske ist wahrscheinlich die Woche tatsächlich sogar eine relativ schwierige, weil man hat in den schweren Gebieten blöderweise diesen, ja, Affix. Ich wusste auch nicht, dass es jede Woche einen anderen gibt, Asche von Haupt, dass wenn man im Kampf ist und moved, einen Debuff bekommt und immer mehr geslowt wird. Heißt, diese Woche könnte der relativ stark sein. Ich finde aber dennoch ihn leichter als den anderen, den ich habe, dass ich die Hälfte nur noch der geistigen Gesundheit habe. Gut, genug gelabert. Ich würde sagen, wir starten durch. Und ja, mal gucken, wie krass das wird. Ich glaube, hier den Slow. Oh, shit. Ich bin mich rausgedingst. Ja, gut, das war nix. Das passiert mir jedes Mal hier. Melden wir uns nochmal an. Wir müssen mit Furion reden und die Maske wieder aktivieren. Ups. Ihr dürft nicht auf das Ding klicken, so wie ich das gerade gemacht habe. Bin ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben. Weil ich jetzt mit der Maske noch relativ wenig Erfahrung habe. So, wir machen sie nochmal an. Genau, das ist die richtige. Jetzt müssen wir natürlich mit ihm quatschen und nicht auf das Teil drücken. Ein Gefäß können wir zahlen. Flask können wir drin. Ding. Oh, Skillung kann ich noch zeigen. Ich spiele mit Inka. Typhoon. Gleichgewichtsaffinität. Genau. Und hier spielen wir einmal mit Anima. Oh, jetzt geht's schon los. Jetzt müssen wir uns schicken. Also die eine Maske ist an. Oh, da haben wir die Wolze. Oh, die spawnen aber ziemlich schnell, muss ich sagen. Das könnte halt richtig ätzend bei dem Slow werden, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wenn ich stehen bleibe, ob es dann auch noch da bleibt, das werden wir gleich sehen. Naja, gut, vielleicht hätte man da erstmal einen Testrun machen sollen. Aber wenn ich es verkacke, dann lade ich das einfach nicht hoch. Und dann war das mein Testrun. Also von dem her passt das. Ich versuche jetzt die hier zu aktivieren. Jetzt wieder zurück zu hopsen. In den Bären zu gehen. Die Mobs müssten jetzt auch einen Ticken mehr Life haben. Oh fuck, ich wurde gefeared. Das ist natürlich ungünstig. Jetzt durch die ganzen Voids durch. Die mich slowen. Okay, das ist natürlich schon ätzend. Ich komme halt nicht mehr dahin zurück, wo ich schon war, weil ich alles vollgevoidet habe. Das ist tatsächlich schon ein bisschen ätzend und ich habe schon einiges in geistige Gesundheit verloren. Ja. Also ist jetzt nicht optimal hier gelaufen, aber okay, würde ich jetzt mal sagen. So, ich habe jetzt die noch getriggert. Wir machen jetzt hier die Tür auf. Aber da, wo ich stehe, da kommt es nicht. Ich Shadow melte jetzt hier einmal. Gehe neu in die Reisegestalt rein. Ja, sorry, ich muss das nochmal klicken jetzt hier an der Stelle. Ich habe es mir zwar gebindet, aber es klappt immer noch nicht so hundertprozentig bei mir. Und jetzt versuchen wir hier mal, möglichst alles zusammenzuziehen. Das mache ich sonst nämlich auch.
Und klicke quasi erst danach die ganzen Bomben an. Ja? Also schaue ich, dass ich hier alles ranziehe. Hier ist es jetzt noch nicht so schlimm, weil hier haben wir nur den Affix im Endeffekt. Halt, ist der eine Mob jetzt nicht mitgekommen? Doch. Shit, okay, jetzt muss ich hier wieder durch. Jetzt machen wir Inka an. Jetzt ziehen wir auch hier Heldentum. Das macht es natürlich schon einen Ticken schwieriger. Ich kann die Mobs nicht alle komplett. Oh fuck, jetzt ging meine Explons leere. Ja, ich muss noch mehr Voids jetzt ausweichen als sonst. Oh, jetzt habe ich mein Dings zu spät gezogen, aber ihr habt gesehen. Also, Damage ist bei mir auf jeden Fall da. 100, 100 irgendwas K. Deswegen macht mir, dass die Gegner mehr Schaden verursachen. Habe ich jetzt die Bombe da aktiviert? Dass die Gegner mehr Schaden verursachen oder dass sie mehr Life haben, ist ehrlich gesagt für mich jetzt nicht allzu schlimm, weil die Mobs eh fast zu schnell sterben. Schon, dass meine CDs sich wirklich rentieren. Ja? Also das ist jetzt hier an der Stelle nicht so schlimm. Wahrscheinlich sieht es anders aus, wenn du mal 2, 3, 4, 5 Masken hast, ne? Dann wirst du es schon merken. Aber die Effekte sind tatsächlich die krassere Angelegenheit. Das mit den Voids, ich finde, es geht noch. Solange du stehen bleibst, ist ja unter dir keine Void. Das dachte ich, das passiert. Also, dass einfach ein paar Sekunden, nachdem du auf einem Fleck standest, da eine Void spawnt. Das ist nicht der Fall. Also, es ist ein bisschen einfacher, als ich mir dachte. Aber wenn du natürlich aus vielen anderen Voids rauslaufen musst, kann es natürlich schon krass sein, ja. Achso, ich muss nur das Ding drücken. Ja, zum Beispiel, jetzt muss ich da wieder zurück, weil ich falsch gemoved bin. Da kann es natürlich dann schon krass sein. Und ja, man merkt natürlich auch, dass ich jetzt deutlich mehr gefailt habe, als wenn ich es ohne Maske laufe, ne? Deck den jetzt einen Ticken hoch und jetzt lasern wir dich. Laufe ich denn eigentlich weg von dem Typen? Keine Ahnung. Ich dachte, er macht jetzt seine Explore, aber ich hätte gar nicht weglaufen müssen. Das war jetzt eher dumm. Okay, aber erstes Ding haben wir fertig. Wir gehen jetzt hier aber nicht durch, sondern laufen gleich ins nächste. Wir haben noch relativ viel geistige Gesundheit. Das sieht gut aus. Das mache ich jetzt mit. Ich könnte auch Shadow melden, aber den nehmen wir jetzt einfach mit, dass wir da nicht in Bedrängnis kommen. Und so, jetzt wird es hier drin nämlich ätzend. Und zwar ziemlich. Okay, jetzt sind wir halt geslowt aus der Hölle. Okay, da muss ich nämlich aufs Ida. Also jetzt gibt's hier diesen Debuff. Solange ich mich bewege, werde ich geslowt aus der Hölle. Oh, fuck it. Ah, ich habe mich jetzt schon von einigem treffen lassen, wo man sich eventuell eher vielleicht nicht. Da müsste man auch rausgehen, ne? Das ist jetzt so ein Stun. Fuck, jetzt hat die mich echt noch gestunt. Das ist jetzt richtig schlecht. Das ist jetzt richtig schlecht. Okay, na, ja, ich habe viel zu lange gegen die Tusse hier gebraucht. Das war jetzt. Warum bin ich noch im Combat? Hallo? Nee. Ja, das war jetzt ganz und gar nicht gut tatsächlich. So, jetzt versuchen wir schnell hier hinter zu springen. Ich bin nämlich, ihr seht, jetzt kann ich gleich nicht mehr moven. Jetzt habe ich so viele Stacks drauf, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Du musst dann immer stehen bleiben und dann kannst du wieder moven quasi. Oh fuck, jetzt bin ich aus dem Bären raus. Ah, ihr seht, das mit den Gestalten-Switchen klappt bei mir noch nicht so hundertprozentig. Oh, Kacke, er stunt mich wieder. Oh, jetzt muss man mal aufpassen, nicht, dass wir noch sterben hier. Also, okay, also ich muss doch sagen, man merkt das mehr live schon ein bisschen, weil davor habe ich sie einfach easy umgehauen, bevor sie das casten konnten, ne? Und, ja. Ich mache jetzt, hau jetzt den einzeln um. Heil mich einmal kurz hoch und dann pullen wir jetzt mal hier die alle zusammen. Das noch und den hier. Ja, super, jetzt werde ich natürlich in die Void reingeschleudert. Das ist jetzt ungünstig. Jetzt komme ich da aus der Void nicht mehr raus. Ah, Alter, ich bin halt so geslowt, ich kann mal halt keinen Millimeter mehr bewegen. Stehe ich halt in allen Voids drin. Ich hätte in der Void noch gestunt. Wunderbar. Es lief ja schon mal gut. Also diese, ja. Ehrlich gesagt ist der Movement-Affix krasser. Achso, warte mal, ich glaube, ich muss den hier aktivieren, oder? Geht da Leria hin? Okay, dann nehmen wir halt den hier. Leria? Macht keinen Scheiß. Okay, jetzt hat es funktioniert.
Jetzt muss ich vielleicht doch das Ding aktivieren. Hier schon im zweiten Gebiet, was jetzt nicht so geil ist. Aber gut, wir haben jetzt auch nicht so optimal gespielt. Wo ist jetzt Shaw? Muss ich erst ein Stück vorgehen, dass er getriggert wird? Ich wollte eigentlich ihn in dem Ding bekämpfen. Ah, okay. Na gut, er hat jetzt halt schon ein gutes Stück mehr Life auch, ne? Da ist er, der gute Herr. Also hier darfst du eigentlich die Augen nicht angucken, deswegen muss ich hier so ein bisschen komisch rummoven. Weil sonst wirst du gelasert und verlierst einen Haufen geistige Gesundheit. Muss man ein bisschen aufpassen. Habe ich jetzt auch nicht so ganz optimal gespielt. Tatsächlich, da kommt er jetzt wieder. Aber Damage carried halt so ein bisschen. So, da geht er down. Zwei Flügel haben wir jetzt clear. Ach fuck, da hinten wäre noch eine Kiste gewesen. Die könnte ich mitnehmen. Aber wir nehmen jetzt mal nicht unbedingt jede Kiste mit, sondern versuchen es mal safe zu spielen. Denn ich weiß, dass eine Sache gleich richtig, richtig ätzend wird. Und zwar in dem letzten Gebiet, in dem Magierviertel. Da wird es dann. Warte mal, was macht er hier für den Zaubern? Unterbrechen wir mal lieber. In dem Magiergebiet wird das recht nervig werden. Denn da gibt es den Endboss, der mit den Affixen hier doch ein wenig ätzend sein kann. Jetzt habe ich blöderweise hier Ding noch nicht ready. Wir machen jetzt einmal Shadow Melt. Ich habe jetzt Inka noch nicht ready, was nicht gut ist für den Big Pull, den ich jetzt gleich machen werde. Pull jetzt hier alles zusammen. Na, das ist jetzt ungünstig. Mein Inka ist noch nicht ready. Komm ich da vorbei? Oh fuck. Nein, da kommt man halt nicht vorbei. Ich wurde geblockt hier von dem Kasten da. Das ist jetzt ein bisschen risky, was ich mache. Da verliere ich jetzt übelst viel geistige Gesundheit für nix eigentlich. Eigentlich müsste ich ihn interrupten, aber ich habe keinen Interrupt ready. Jetzt können wir nochmal interrupten. Ja, das war jetzt nicht so gut, würde ich jetzt mal sagen. Haben wir schon gut geistige Gesundheit eben verloren. Egal, aber dafür ging's einigermaßen schnell. Danach lasern wir ihn. Ah, lol, er stirbt halt so schon. Ich muss ihn halt nicht mal lasern. Okay, jetzt habe ich meinen Laser nicht eingesetzt. Ja, gut. Ja, gut. Ich hätte gern. What the fuck? Hier, jetzt heißt das Springen wieder aktiviert. Jetzt wurde ich da weiter geschleudert quasi. Ich kriege ja immer 200 geistige Gesundheit dazu wieder, ne, wenn ich eine Elite töte. Deswegen habe ich jetzt wieder relativ viel, weil das jetzt in kurzer Zeit zwei Elite waren. Wir haben jetzt noch zwei Aufladungen. Also das sieht ganz gut aus. Tatsächlich. Und haben jetzt noch ein Viertel plus den Endboss. Es könnte. Oh fuck, jetzt wurde ich hier wieder weitergeschleudert. Es könnte aber trotzdem noch verkackt werden am Ende. Weiß nicht, eigentlich kann ich auch anders rumlaufen, weil die hier resetten jedes Mal. Diese blöde Tentakel. Die musste ich jetzt mal kurz interrupten. Diese blöde Tentakel, die kommt natürlich nicht mit, ne? Weil sie nur stationär ist. Okay, dann stehen wir in der Void Zone drin. Das ist natürlich auch eher ungünstig. Vielleicht laufe ich hier besser einen anderen Weg. Hier waste ich schon wieder so viel Zeit. Also das mit den Käfigen, das muss ich vielleicht ein bisschen effizienter tatsächlich machen. Ein wenig effizienter. Ich glaube, mein Death-Ding ist auch noch nicht geprockt, meine ich jetzt. Oder hoffe ich jetzt zumindest. Schauen wir mal. Okay. Also ganz ehrlich, mit den Affixen, die letzte Woche, oder nee, vorletzte Woche waren, ne, letzte Woche war ja hier Ogrimmar und davor halt SW, wäre es wahrscheinlich wesentlich einfacher. Wir nehmen ihn jetzt einfach mal mit. Den könnte ich jetzt auch wieder Shadow Melten, ne? Aber wir hauen ihn jetzt einfach um, weil vielleicht kann ich Shadow Melt nachher noch ein bisschen besser gebrauchen. Deswegen schauen wir da jetzt. Ich habe noch ganz gut Zeit, deswegen tue ich jetzt nicht ultimativ tryharden. Okay, ich muss wieder stehen bleiben, dass das runtergeht. Hier sind wieder die Kackaffixe. Da sind natürlich auch so kleine Tumore. Machen da halt schon viel aus dann tatsächlich. Ja, das ist halt ein Mob.
kann halt null move mehr, das ist halt so ätzend. Jetzt verliere ich halt hier übelst viel geistige Gesundheit, aber ich kann nicht moven. Alter, bist du gesnowt. Also die Kombi ist halt ekelig. Alter, was ich da jetzt verloren habe, das geht ja gar nicht klar. Weil da halt diese kleinen Scheißmobs sind. Scheiße. Also ihn werden wir jetzt noch besiegen. Dann setzen wir das Ding einmal ein. Und dann werden wir oben einmal einen Big Pull machen. Bin ich mir überlegen, ob ich es nochmal sicher mache. Okay, da kommt halt nochmal ein Mob. Den töten wir jetzt noch schnell. Jetzt setzen wir das Teil ein. Und dann werden wir oben mal viel zusammenpullen, würde ich sagen. Obwohl, ich muss jetzt erstmal links rumgehen. Ja, gucken wir mal. Jetzt werden wir gleich hier. Alter, ich komm halt null mehr raus aus allem. Okay, das war eine Scheißidee. Das war eine richtige Scheißidee. Das war so eine richtige Scheißidee. Es ist auch mein Proc gekommen eben. Hier sind einfach zu viele Void-Effekte tatsächlich. Und wenn du da gehst, die müsstest du einzeln machen. Okay, das war eine sehr, sehr dumme Idee, jetzt hier alle zusammen zu pullen. Wenn wir die einzeln gemacht hätten, dann wäre es besser gewesen. Das ist ärgerlich. Jetzt kann das noch nach hinten rumgehen, weil ich quasi jetzt eben meine Aufladung gedrückt habe und dann es verkackt habe und mein Proc kam. Vielleicht schaffen wir es trotzdem noch. Wir können noch einmal quasi aufladen. Komm, ich lese ihn jetzt einfach. Dann kriege ich ja noch mal ein bisschen was. Okay, da kommen noch mal kleine raus. Also das hier ist wirklich mit Abstand das härteste Viertel. Also ihr werdet auch gleich sehen, der Endboss hier. Da habe ich schon so ein bisschen rumgestruggelt. Da müssen wir jetzt dann auch noch gleich nochmal gucken. Okay, alle Portale haben wir. Hier haben wir jetzt noch so einen kleinen. Ich kann ihn leider nicht mitziehen, weil sonst werde ich geslowt. Ich bin mir halt jetzt nicht sicher, ob ich für den einen Boss. Habe jetzt halt keinen. Ich sollte wahrscheinlich nochmal aufladen, obwohl es jetzt echt ätzend ist, aber der zieht richtig viel ab, weil er mich halt slowt. Nee, ich muss halt hier nochmal, ich muss nochmal aufladen. Es ist Kacke. Na, das werden wir nicht schaffen. Das sehe ich jetzt schon, dass wir das verkackt haben. Ich lasse das durch, dass ich länger auf ihn durchziehen kann. Weil er macht hier seinen Shit. Jetzt muss ich kurz stehen bleiben. Dann wieder laufen. Wieder stehen bleiben. Das ist so ein Dreck, echt. Ich muss es eigentlich durchcasten lassen auf mich. Weil sonst portet er sich. Er portet sich jetzt schon wieder weg, ne? Seht ihr das? Wieder stehen bleiben. Das ist so dumm hier. Fuck, jetzt ging es nicht ganz durch. Wieder stehen bleiben, dass ich es abbaue. Seht ihr, jetzt castet da halt wieder komplett durch. Ach, deswegen musste ich jetzt für den Boss nochmal aufladen. Ja, das wird für den Endboss nicht reichen. Das war dieser eine Fehler. Ja, ich kann es hier nichts machen. Ich kann es halt nicht mal shapeshiften, den Shit. Bis ich darüber gelaufen bin, ist sein Cast halt auch schon wieder viel zu lang gedauert. So, jetzt müssen wir noch gucken. Endboss können wir noch machen. Bisschen mehr als die Hälfte haben wir für den Endboss. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wir können nochmal HT ziehen, ne? Das auf jeden Fall.
Wir haben Inca ready, aber der Endboss hat halt einiges an Life. Wobei ich, der Endboss hat jetzt die ganzen Fähigkeiten von den Bossen, ne? Ja gut, ich kann, also, wann ich den Pot ziehe, ist eigentlich wurscht. Weil noch einen Pot werde ich eh nicht im Kampf ziehen. Jetzt ziehen wir ihn einfach jetzt. Hier. Auge, da müssen wir uns ein bisschen wegdingsen. Hat schon relativ viel Life. Oh ja, gut, hier. Jetzt haben wir gleich alles zugewoidet. Ich muss mich wieder dahin stellen. Fuck, ist jetzt. Hä, ist das Ding abgebrochen? Mein Laser ist abgebrochen. So bitter. Hab ich den abgebrochen oder? Und was lag's eben? Jetzt haben wir halt hier noch ein Auge. Ich komme halt nicht mehr an den Boss ran, ne? Steht halt komplett in den Flammen-Shit drin. Oh shit. Ich weiß nicht, ob ich halt in die Flammen reingehen soll. Verliere ich da Sanity? Oh ja, ich verliere da Sanity. Ja, super. Der Boss steht halt in den Flammen drin und ich komm halt nicht mehr ran. Aber ich kann den Laser. Holy moly, war das knapp, ne? Also, ich glaube, wenn man gut wäre, dann wüsste man, wann sie die Flammen macht. Und dann geht man quasi einfach. Dann geht man quasi einfach nach außen, legt die Flammen draußen ab und macht dann sie. Gut, jetzt haben wir einmal hier mit einer Maske das geklärt. First Try war das tatsächlich. Schauen wir, was da drin ist. Ich habe nicht aufge. Ah, jetzt haben wir noch eine Maske, ne? Okay, krass. Was gibt's hier? Also zwei Masken habe ich ja schon. Jetzt habe ich auch eine Maske als Transmog gekriegt. Und was ist das hier? Ein Pet, das hatte ich schon. Und was haben wir noch gekriegt? Wir haben irgendwelche Handschuhe. Für 50, okay, das ist jetzt nicht so krass tatsächlich. Okay, was haben wir hier noch drin? Das ist noch so ein Teil. Hä, gibt es jetzt hier aber gar keinen. Doch, ah, es gibt. Oh, das, oh, ich habe noch eine Maske? Oder, warte mal. Böse Finsternis. Okay, ich glaube, ich habe jetzt noch zwei Masken gekriegt. Und ein Achievement gab's. Und ich habe jetzt relativ viele. Oh, 4.600. Ich glaube, ich war ein bisschen über 2.000 vorhin. Also, ich habe jetzt so 2,6 von den Münzen bekommen. Das ist gar nicht schlecht. Jetzt kann ich vielleicht hier bald nochmal was skillen. 5, 6 brauche ich. Okay. Das ist dann wahrscheinlich noch ein Run. Wir werden jetzt mal die Masken noch einmal einsetzen, würde ich sagen. Also ich habe jetzt zwei Masken bekommen hier. Vielleicht mache ich da nochmal ein Video, sobald ich durchgeblickt habe, wo ich welche Maske herbekomme. Für die ganzen Masken, wo man die kriegt. Ah, schau mal, ich kann hier zwei abgeben gehen. Sehr schön. Jetzt fehlt mir dann quasi nur noch eine Maske, oder? Und ja, ich werde dann jetzt demnächst noch einen Run probieren mit zwei Masken, aber. Ehrlich gesagt war das gerade schon ziemlich knapp, ne? Also ich habe es jetzt halt auch nicht gut gespielt. Ich habe oben verkackt und es ging trotzdem aus. Wir werden es vielleicht dann auch mal mit einer zweiten Maske noch probieren. Ein Transmog-Ding haben wir auf jeden Fall auch schon. Schicke Sache. Und ja, das war es eigentlich mit dem kleinen Video. Ich kann noch mal kurz zeigen, was ich für eine Skillung gefahren habe. Seht ihr hier mit Inca und Dornen spiele ich jetzt hier nicht die Heilaffinität, sondern die Gleichgewicht, dass ich ein bisschen mehr Range habe. Genau, das unten ist eigentlich das Allgemeine. Typhoon habe ich jetzt ein bisschen wenig eingesetzt, hätte man noch ein bisschen mehr machen können, aber ich will die Mobs eigentlich hier nicht wegkicken, wenn ich eh geslowt werde. Zum Interrupten ist es manchmal gar nicht schlecht. Und hier haben wir quasi Anima macht relativ viel Schaden und die anderen Sachen. Flamme und Nullifikationsbarriere, beziehungsweise hier habe ich jetzt halt eine von den neuen reingehauen. Hat den Hintergrund, dass ich 10 Corruption weniger habe und dementsprechend hier nicht über die 40 kommen. Wobei jetzt bin ich bei 25, vollkommen legitim. Theoretisch bräuchte ich es jetzt gar nicht mehr unbedingt. Habe es einfach noch drin gehabt, weil ich davor, bevor ich das Upgrade hier auf 9 hatte, war ich knapp unter 40 und dementsprechend brauchte ich die Geschichte, also dass ich knapp unter 40 komme. Okay, das war es soweit mit dem kleinen Video. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie weit ihr bis jetzt gekommen seid, ob. Vielleicht noch Tipps für den einen oder anderen oder auch für mich gerne.
Ich bin ja auch nicht fehlerlos und muss hier noch ein bisschen was verbessern. Und ja, ich werde jetzt noch gucken, ob ich vielleicht noch mit zwei Masken spielen kann. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Video wieder. Euch, bis dann. Ciao.